Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in den Harz gefahren und zwar mal in den Bikepark nach Hahnklee, Goslar an den Boxberg. Und testen hier mal die Strecken aus. Ich habe den Park vor 3 Jahren einmal besucht, aber hier hat sich so ziemlich alles geändert. Daher, ja. Lorenz hat sich einen neuen Dämpfer geholt, neuen Stahlfederdämpfer. Und wir werden jetzt mal so ein bisschen das Ruppige testen. Gar nicht so groß hier umspringen, sondern ein bisschen mehr um die Wurzelpassagen und das Ganze. Also, schauen wir mal, was es hier so alles Hübsches gibt. Wut, Wut, Wut. Wut. Roots. 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 Kannst auch, wenn du willst, oder soll ich vor dir? Nee. Gut. Räuber. Root. Leider bin ich das Klappern immer noch nicht so ganz los. Das heißt, ich werde meinen Brustgurt, den Testi, doch noch mal ein bisschen weiter umbauen, damit das dann doch endlich mal weg ist. Ich hatte bei mir ein paar Probeläufe gemacht auf dem Hochfels, da hatte das funktioniert. Jetzt ist das Klappern wieder da, also das kriege ich auch noch irgendwann weg. So. Gut, gut. Na ja. Okay. Achtung, jetzt fahren welche. Guck mal, wie die jetzt fahren. Das war auch knapp im Vorderrad. Da fahre ich dich gar nicht, Alter. Was siehst du denn? Ja, ich fahre jetzt noch einmal und dann fahren wir durch, würde ich sagen. Ja? Mhm. Das ist zu schnell, Alter. Langsamer jetzt gewesen. Ja, alle da. Das ist ja mal echt ruppig hier, ey. Der Hammer. Was war das für ein Element? Ach, so eins zum Abrollen. Hat geklappt. Ich kann mal langsam springen, hast du gesehen? Er war auch ganz erstaunt im letzten Moment gesehen, dass das ein Drop ist. Und dann. Ja, hast du aber schnell gezogen, ey. Aber hat ja funktioniert von daher.
So, wir probieren die nächste Strecke aus und sind jetzt mal auf dem Racetrack. Wo bin ich? Okay. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich sag, mit dem Absatz habe ich gerade so nicht gerechnet und habe an der falschen Stelle angehalten. Ja, haben wir gerade auch. Also der Anfang ist schon mal nicht so glatt gebügelt. Übel geile Strecke, ey. Ordentliche Absätze drin, ey. Jo. Ich habe einfach auch ein bisschen komisch geguckt, ey. Aber da kommt jetzt nur ordentlich Zeug, glaube ich, ey. Ja, mal gucken. Ja, packen wir, würde ich sagen, wa? Ja, klar. Ja, ich fahre ja auch so rum jetzt. Ja. Ja, ich auch jetzt. Okay, let's go. Ey. Du musst gleich nochmal fahren, ey. Der ist ja Wahnsinn, ey. Ja. Geil, ey. Der ist richtig geil, ey. Was? Hammer. Hammer, oder? Wahnsinn, ey. Der ist geil, ey. Ui. Ja. Ui. Oh, wie fett. Geil.
So, für mich hat sich's heute erledigt mit dem Weiterfahren. Mir hat's die Bremsleitung rausgezogen, vermutlich im Lift. Und ja, zu Hause reparieren, hier hat man natürlich nichts mit, aber nur mit der Vorderradbremse, das habe ich gerade einmal gemacht. Mega scheiße. Geht halt beim nächsten Mal weiter, also. So, da es bei mir ja die Bremsleitung rausgehauen hat, hat mir der Ralf jetzt mal sein Fahrrad überlassen und ich mache mal eine ganz ungewohnte Testfahrt mit dem Giant. Aber so komme ich vielleicht noch einmal zu einem Trail. So, das Fahren ist nicht ganz so einfach. Der Ralf fährt mit Klickpedal und ich ja mit Flat. Das heißt, ich habe nur bedingt Halt auf den Pedalen, aber dafür geht es doch ganz gut. Und ich teste noch mal mit dem Giant die Flow aus. So, ahoi! Würde mich freuen. Lasst einen Daumen oben! Du darfst heute so Scheiße machen, Junge, der Junge bricht das Video wieder ab! Cut! Da sind wir am Ende von dem Video angekommen. Wie gesagt, wir waren heute im Bikepark Hahnklee im Harz und hat auch richtig Laune gemacht. Nicht der schnellste Lift, dafür sind die Strecken umso besser. Ja, ein paar Verluste gab es, so wie meine Bremse unter anderem. Geht auch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar schreibt, ob ihr hier schon mal wart. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.